Hallo und herzlich willkommen zu unserem Stream heute Morgen hier mit dem Vortrag Virtuelle Projekte erfolgreich machen von Christiane Liebe von der Firma Paulus Result. Wir haben ja heute Morgen schon unsere Morning Session gehabt. Wir haben jetzt in den vergangenen Tagen vieles über Projektmanagement gehört und wir sind natürlich auch vor den großen Herausforderungen der letzten Monate, Jahre, des letzten Jahres, mit, dass das alles jetzt doch virtuell und digital abgeht. Und ich freue mich, dass wir dafür eine Spezialistin bei uns haben, die uns ein bisschen was dazu erzählen wird. Das ist die Frau Liebe. Hallo, Frau Liebe, wie geht's Ihnen? Gut, danke schön. Guten Morgen, Herr Bause. Super. Ganz kurz noch ein bisschen organisatorisch, wie bei jeder Session. Sie sind ja wahrscheinlich, also alle, die zuhören, schon mittlerweile Profis. Wir werden so ungefähr 35, 40 Minuten Vortrag haben. Dann haben Sie auch noch Möglichkeiten, an Frau Liebe Fragen zu stellen. Das heißt also, wenn Fragen aufkommen über den Vortrag hinweg, einfach in dem Kontrollpanel unter dem Punkt Fragen, die da reintippen. Ich sorge dann dafür, dass die Frau Liebe die Fragen dann auch beantwortet. Das macht sie aber sicherlich sehr gerne. Und dann haben wir dann noch die Möglichkeit, dort entsprechend reinzuschauen. Ansonsten wird die Session aufgezeichnet und ja, nach der Veranstaltung, spätestens so Anfang nächster Woche, werden Sie im Serview-YouTube-Kanal alle Sessions, also auch wenn Sie andere haben, die Sie gerne gesehen hätten, die vielleicht parallel waren, die sind, man kann sie ja leider nicht aufteilen, werden auch die anderen Sessions in unserem YouTube-Kanal zu finden sein. Ja, prima. Dann würde ich sagen, Frau Liebe, dann vielleicht ein paar Worte zu sich selbst und um was wir so von Ihnen zu erwarten haben in den nächsten Minuten. Und dann gebe ich Ihnen schon mal Präsentationsrechte. Dann legen wir los. Jawohl, ich stelle mal ein. So, jetzt sollten Sie sehen können. Ja, sieht gut aus. Ja. Super, okay, prima. Dann herzlich willkommen zu diesem Webinar. Mein Name ist Christiane Liebe. Ich bin Ihre Referentin für die nächsten 40 Minuten. Zum Start fangen wir mit ein bisschen Entspannung an. So, wenn jetzt noch die Folie kommt. Na? So, und zwar lehnen Sie sich zurück, genießen Sie, Sie haben sich das verdient, widerstehen Sie dem Impuls, irgendwo anders drauf zu gucken und gönnen Sie sich einfach mal diese 2 Minuten. So, jetzt. So, da bin ich wieder. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ich hoffe, Sie sind alle gut reingekommen. Schicken Sie einfach mal einen kleinen Smiley in den Chat. Währenddessen stelle ich mich und die Paulus Result GmbH mal kurz vor. Ich bin Projektleiterin bei der Paulus Result GmbH für den Bereich Kundenzufriedenheit. Das heißt, wenn Sie
mal so eine Umfrage bekommen per E-Mail, wie war denn Ihr letzter Hotelaufenthalt, Ihr Feedback ist super wertvoll, dann könnte es sein, dass ich dahinter stecke. Kurz zu unserem Unternehmen. Wir sind die Paulus Suisalt GmbH. Sie kennen ja sicher dieses Klischee über Unternehmensberatungen. Die kommen ins Unternehmen, sind dann ewig da, produzieren hunderte von PowerPoint-Folien und am Ende ist alles anders, aber nichts besser. Da haben wir auch keine Lust drauf. Deswegen geht es bei uns um Ergebnisse, nicht um Beratung, wie es ja schon auch im Namen steht, Result. Uns beauftragen Unternehmen, die wachsen möchten, die vorankommen möchten. Und die haben eines dieser drei Ziele. Da geht es einmal um das Thema, näher am Kunden zu sein. Das ist das, was ich mache, also diese klassische Kundenbefragung. Auch wie geht man nachher mit dem Feedback um? Wie reagiert man da auch schnell drauf? Kundenzufriedenheit. Dann gibt es den Bereich effizienter Arbeiten. Das sind Unternehmen, die zum Beispiel so Verwaltungsprozesse, Routines-Dinge, viele verschiedene IT-Systeme, wo Daten eingegeben werden möchten, bisschen effizienter gestalten möchten. Das ist das Thema Robotic Process Automation, also Prozessautomatisierung. Und unser dritter Bereich ist Unternehmen, die mehr für ihr Geld haben möchten, das Thema Kostenoptimierung. Da haben wir ungefähr 100 Consultants, auf die wir zugreifen können. Und jeder von denen beschäftigt sich das gesamte Jahr über nur mit einem einzigen Thema. Also zum Beispiel der Bereich IT-Lizenzkosten, dann die Personaleinsatzplanung oder Verpackungen. Da ist es ja auch nicht immer einfach, günstige und trotzdem gute Lösungen zu finden. Facility Management oder auch der Bereich Teile, also C-Teile, Materialien. Da haben wir ja auch momentan eine Rohstoffknappheit. Sowas. Und da geht es dann darum, wirklich smarte Lösungen zu finden, wo es gleiche oder sogar bessere Qualität gibt, aber eben günstiger. So, dann starten wir mit dem, was Sie wissen möchten. Vor jedem Online-Projekt, das ich leite, mache ich mir eine Sache klar. Und zwar, Menschen sind nicht instruierbar. Ich habe das mal bei einem Moderationstraining gelernt von einem ehemaligen Polizisten und der hat gesagt, wenn es in einer Gruppe, in einem Projekt ein Thema gibt, ein Problem, eine Herausforderung, dann wird die im Projekt hochkommen. Sie können das nicht verhindern, aber Sie können steuern, wie Sie damit umgehen. Das bedeutet ja, Sie können sich zurücklehnen. Mein persönlicher Trick, damit umzugehen, ist, ich nehme jeden in einem Online-Projekt, jeden Beitrag, also natürlich auch in einem Offline-Projekt, jeden Beitrag, jede Aktion, die ein Projektteilnehmer macht, werte das immer als positiven Beitrag zum Projekt. Und dann fällt mir immer was Gutes ein, immer die richtige Antwort. Ich habe Ihnen mal zwei Beispiele mitgebracht. Sie kennen ja vielleicht so diese Killerphrasen, Sie sind in einem Online-Seminar und Sie haben das alles schön vorgestellt, Ihren Projektplan und dann kommt da so eine Bemerkung, Ihr Projekt ist jetzt ja nichts Neues, das machen wir ja eigentlich schon immer so. Und dann bam. So, wenn Sie jetzt überlegen, das ist ein positiv gemeinter Beitrag zu Ihrem Projekt, dann könnten Sie antworten, na, das ist ja super, vielen Dank für den Hinweis, können Sie mir mehr darüber erzählen? Dann nutzen wir einfach Ihre Erfahrungen, da gibt es anscheinend was, was ich noch nicht kenne, und dann nehmen wir das als Grundlage für unsere Struktur. Weiteres Beispiel, das funktioniert in der Praxis nicht, ist auch einer so von meinen Lieblingssätzen. Wenn Sie jetzt davon ausgehen, das ist ein positiv gemeinter Beitrag zu Ihrem Projekt, der auf das Projektziel hinarbeitet, dann könnten Sie sagen, vielen Dank, das heißt, die Risiken, die ich bisher gesehen habe, das heißt, es gibt Risiken, die ich bisher noch gar nicht gesehen habe. Können Sie mir das vielleicht mal erläutern? Können Sie mir mehr dazu erzählen? Dann nehme ich das mit auf und dann geben wir das in die Gruppe zurück und wir finden bestimmt einen Weg, diese Risiken zu minimieren oder vielleicht sogar zu vermeiden. So, wie geht es jetzt los? Bei einem Online-Projekt ist unsere Erfahrung, Vorbereitung und Struktur sind alles. Das heißt, ich sehe ja die Leute nicht persönlich. Ich habe diese ganzen, das Treffen in der Kaffeeecke, die ganzen informellen Dinge, all die Informationen, die ich vor Ort bei einem persönlichen Treffen mitbekomme, habe ich nicht. Es ist viel schwerer einzuschätzen, wie die Leute ticken. Und deswegen ist viel, viel mehr Vorbereitung notwendig. Wir machen es so, wir fragen uns vor jedem Meeting, vor jedem Training, was ist das Ziel?
Also wie zahlt dieser Projektschritt oder auch vor jedem Projektschritt, den wir machen, wie zahlt es auf unser Gesamtziel ein? Was ist sozusagen das Big Picture? Und wer ist dabei? Da ist es ganz wichtig, wir arbeiten ja mit Kunden zusammen. Das heißt, wir haben immer einen Ansprechpartner oder auch mehrere. Und da machen wir uns wirklich vorher einen genauen Plan, wer, nicht einen genauen Plan, aber wir legen fest, wer spricht mit wem, wie sind die Kommunikationswege. Also zum Beispiel, es gibt einen zentralen Ansprechpartner, über den alles läuft. Oder wir sprechen auch mit den Verantwortlichen der Business Lines, der einzelnen Geschäftsbereiche. Und wir überlegen uns ganz genau oder wir versuchen zu erfassen mit ein paar Tricks, die ich jetzt zeige, wie tickt das Unternehmen, damit wir einfach dieses zwischen den Zeilen, obwohl es nicht vor Ort ist, trotzdem mitbekommen. So, ich habe Ihnen ein Projektbeispiel mitgebracht, und zwar, das ist so ein klassischer Fall, eine Kundenbefragung, die überarbeitet werden soll. Die ist nicht mehr zeitgemäß, das Layout passt nicht mehr, die ist zu lang. Die sollte jetzt überarbeitet werden, optimiert und also so, dass die einerseits die Response-Rate steigt, aber auch, dass der Konzern viel, viel schneller darauf reagieren kann. Also dass der sofort, wenn ein Kundenfeedback reinkommt, dann auch zum Beispiel das seinen Vertrieb geben kann und der ruft dann zurück und fragt mal nach, hey, was war denn da los? Vielen Dank für das Feedback. Der Kunde war ein internationaler Logistikkonzern und die Aufgabe war, einmal die Befragung, die es schon in Europa gab, zu überarbeiten und ja, mit der neuen Methodik dann anzupassen und dann auch die Neueinführung dieser neu erarbeiteten Befragung oder überarbeiteten Befragung in Asien und Amerika. Wie haben wir das jetzt gemacht? Also wir starten immer mit einem Kick-off-Workshop, den wir ganz, ganz genau vorbereiten. Das ist sozusagen unser Lackmustest. Lackmustest kennen Sie vielleicht noch aus dem Chemieunterricht. Das ist dieses kleine Papier und dann wissen Sie, ist es sauer oder basisch. Wir machen es so, wir haben eigentlich immer optimalerweise zwei Verbündete, also geht auch einer. Einer davon sollte ein Entscheider sein oder eine Entscheiderin. In diesem Fall war es der Projektleiter und ein Werkstudent. Also zwei Personen, eine Entscheider, Entscheiderin und eine Person, die wirklich viel, viel Arbeit wegschaffen kann. Das ist bei Online-Projekten unheimlich hilfreich, weil man eben nicht mal schnell irgendwo hingehen kann und sagen, Mensch, machst du mal noch, sondern weil es alles irgendwie über E-Mail, über Videochat gehen muss. Mit denen klären wir vorab das Ziel von diesem Kick-off-Workshop, von dem, also natürlich auch von dem Projekt generell, das sowieso, aber nochmal von dem Kick-off-Workshop per E-Mail, per Telefon, per Videochat. Wir legen eine wirklich dezidierte Agenda fest, senden die auch nochmal zu vorher. Und dann machen wir eine Vorbereitungstelco, in der wir diese Agenda auch vorstellen und schon erste Inhalte bringen. Also in dem Fall war das eine neue Methodik, die sogenannte Net Promoter Score Methodik. Das ist eine relativ einfache Kennzahl, um Kundenloyalität zu messen. Und da merken wir dann schon mal in dieser ersten Vorbereitungstelco zum Workshop, war sehr, sehr ja, skeptisch, weil bei denen diese an dieser Kundenbefragung auch der Bonus hängt und die haben natürlich gesagt, ah Mensch, also Hilfe, mein Bonus, nachher ist alles anders und ich erreiche meine Ziele nicht mehr. Die Kunden bewerten mich plötzlich ganz anders, weil die Befragung ganz anders aussieht und ich sehe meinen Bonus schon irgendwo ganz weit weg. Die Marketingabteilung war dafür. Es gab dann auch so weitere ja, kleine Themen und die kitzeln wir eben am Anfang schon ja, vor dem ersten Kick-off-Workshop raus und können dann darauf unsere Inhalte auch abstimmen. Also wir haben dann ein Beispiel gebracht, ja, wie das sozusagen diese Methodik auch dem Kundenservice hilft von einem anderen Kunden, einfach um das schon so ein bisschen zu entschärfen. Was wir auch machen, ist, dass wir zu diesem Kick-off-Workshop am Anfang des Online-Projektes versuchen, einen Vorstand dazu zu bekommen. Da ist dann unser Verbündeter oder unsere Verbündete ganz wichtig, weil dann der quasi am Anfang nochmal so 10 Minuten eine Einführung geben kann und es allen, die dabei sind, dann wirklich so ein, ja, das ist einfach nochmal die Wichtigkeit wahnsinnig betont. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, wenn man die fragt, dann kommen die auch gerne dazu. Also gerade wenn es nur 10 oder 15 Minuten sind, dann finden die das prima. So, weiter, wir sind dann weiter im Projekt. Die Aufgabe war jetzt, diese Befragung ja, zu überarbeiten und dann aber auch so
in Asien, in Amerika zu platzieren, dass die dann auch akzeptiert wird. Also eine Kundenbefragung ist ja auch was, was viele Befindlichkeiten weckt. Da werden ja Abteilungen bewertet, da haben vielleicht auch Menschen Angst. Deswegen ist Akzeptanz immer ein Riesenthema. Wir haben es dann so gemacht, dass wir die Projekttrainings, die Projektmeetings aufgeteilt haben. Und auch so 2 bis 3 Stunden maximal. Das hat sich bei uns als ganz wichtig erwiesen, weil danach einfach die Aufmerksamkeit weg ist. Also vor Ort machen wir schon so 4 bis 6 Stunden Workshops, aber online, ja, muss man es zum Beispiel morgens 2 Stunden und dann vielleicht nochmal nachmittags 2 Stunden machen, weil man sonst einfach keine ordentlichen Ergebnisse gibt. Sie sehen hier rechts so ein kleines Chart. Wir haben uns dann überlegt, was machen wir denn jetzt, um die alle mit ins Boot zu holen in Asien, in Amerika und dann noch eine Zeitverschiebung. Wir haben ein großes Meeting gemacht, wo wir alle eingeladen haben, wirklich nur ganz kurz. Da haben wir nochmal so die Basics, was passiert jetzt, das Organisatorische. Und dann haben wir es aufgeteilt. Wir haben angeboten, für die, ja, ein Meeting, oder eine Arbeitssession sozusagen oder mehrere Arbeitssessions für Europa und Asien zusammen und für Europa und Amerika zusammen, damit ja Asien und Europa einerseits direkt mitarbeiten und direkt dabei sind. Und damit die Europäer dann aber auch 2 zur Auswahl hatten. Und dann sind wir wirklich im 1:1 mit den einzelnen Ländern reingegangen und haben da nochmal ganz, ja, ganz dezidiert einzelne kleine Meetings, Workshops gemacht, damit wir alle wirklich mitnehmen und damit auch alle nochmal sich äußern können. Ja, das Thema Insiderwissen, das ist ja so ein bisschen das zwischen den Zeilen. Bei uns war das zum Beispiel, dass es in Amerika ein unheimlicher Vorbehalt gab gegenüber der Skala. Die einen wollten die Skala mit 5 Antwortpunkten, 5 Sternchen, die anderen mit 3. Und da konnten wir dann eben auch im Workshop schon drauf eingehen. Wir nutzen ganz viel Aufzeichnungen, weil es einfach gut ist für die Teilnehmer, gerade wenn es um so eine neue Methodik geht, die eingeführt wird. Da können Sie sich das nochmal angucken. Die sind auch im Projekt, im Meeting selbst entspannter, weil sie wissen, ach ja, kann mir das ja alles nachher nochmal anschauen, arbeiten auch besser mit, und wir machen das Video einfach immer an. Also natürlich verlangen wir es nicht von unseren Kunden, aber wir machen unser Video immer an, weil es einfach sich ja, bewährt hat und ja, ist schöner. Dann hatte ich ja anfangs in meiner ersten Folie, wie tickt das Unternehmen? Die Frage, die wir uns auch mal stellen. Da habe ich Ihnen was mitgebracht von einem ja, Berater und Coach, der sich mit dem Thema Kommunikation beschäftigt hat. Und Sie sehen hier 2 ganz, ganz unterschiedliche Meetings. Die sind jetzt vor Ort, sollen aber einfach nur verdeutlichen, ja, wie können Unternehmen denn ticken? Das wirkt sich nämlich auch in der Online-Arbeit aus. Er sagt, es gibt vertikale und horizontale Organisationen. Bei den Vertikalen, da geht es sehr, sehr viel um Hierarchie, um Macht. Da werden vielleicht auch mal Entscheidungen getroffen, einfach weil, ja, weil die Hierarchie das so erfordert. Und in einer horizontalen Organisation, da ist die Arbeit sehr viel auf Augenhöhe, das sind viele inhaltsgetriebene Menschen. Und wir versuchen, oder ich versuche mir so ein bisschen zu vergegenwärtigen, was für eine Organisation oder in was für einem Team befinde ich mich. Kann natürlich auch sein, dass da verschiedene drin sind, oder auch verschiedene, eine Abteilung tickt eher horizontal, eine eher vertikal. Und was bedeutet das jetzt für meine Projektarbeit? Der heißt übrigens Peter Modler. Ich habe hier auch den Link für Sie. Wie sieht jetzt Ihr Video im Online-Meeting aus? Da gibt es, ja, Sie können sich horizontal inszenieren, Sie können sich vertikal inszenieren. Das ist das, was auch dieser Peter Modler beschreibt. Ich habe Ihnen einfach mal 2 Beispiele mitgebracht. Das erste, ja, ist die Frage, wo liegt der Fokus? Das ist unser Geschäftsführer und ich finde, der hat das richtig super gemacht. Man sieht im Hintergrund das Firmenschild, man sieht hier eine Zertifikate, eine Urkunde, hier ist ein Besprechungsraum, also das ist ganz klar ein Business-Setting. Wenn Sie an diese Vorstandsgruppe denken, für die wäre das okay, da bräuchte man wahrscheinlich noch einen Blazer. So, und jetzt habe ich Ihnen mal ein Gegenbeispiel, da bin ich. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich würde diesen Vortrag vor diesem Hintergrund halten. Wahrscheinlich hätten Sie
Ja, würden Sie auf alles möglich schauen, sich überlegen, aha, für was interessiert Sie sich denn? Ach ja, interessant, und was ist denn das da hinten? Und da ist noch so ein bisschen gekruscht. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich würde so gegenüber dieser Gruppe auftreten, auch wenn die jetzt alle nicht dort sitzen, sondern in ihren Büros. Ja, da hätte ich, also könnte ich meine Inhalte so toll wie nur irgendwie vorbereitet haben. Ich könnte das so wahnsinnig super präsentieren, aber ich hätte einfach keine Chance. Das ist, ja, da wäre mein Projekt so, also von Anfang an wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. So, ich habe Ihnen auch nochmal zwei weitere Beispiele mitgebracht. Einfach zum Zeigen, das sind eben auch so kleine Dinge, die Ihnen, wenn Sie in einer vertikalen Organisation sind, total den Erfolg verhageln können. Zum Beispiel habe ich jetzt kurz vor diesem Meeting noch schnell den Kater gefüttert und einen Zettel an die Haustür gehängt, lieber Paketbote, bitte nicht klingeln, sondern das Paket hinten auf die Auffahrt legen, weil das einfach, ja, sehr, sehr störend sein kann, wenn Sie gerade schön in Ihren Ausführungen sind und Argumente für die Rentabilität Ihres Projektes bringen und plötzlich kommt da ein Mau! So. Dann habe ich noch ein weiteres Thema. Ich hatte Ihnen ja auch ja, in der Beschreibung angekündigt, dass es auch ein bisschen um Psychologie geht. Nutze ich viel die Kraft der Rituale. Wir sind ja momentan in der Situation, Herr Bause hat es auch schon angesprochen, ja, vor dem Homeoffice, da hatten wir eine einigermaßen klare Trennung zwischen links Büro, rechts zu Hause, auch wenn es vielleicht mal eine Dienst-E-Mail am Abend war, die oder man nochmal aufs Diensthandy geschaut hat. Aber es gab doch irgendwo eine Trennung. Und heute sind wir irgendwo so. Und meistens sieht es ja auch nicht so schön aufgeräumt, oder oft sieht es ja auch nicht so schön aufgeräumt aus, zumindest bei mir, wie hier in diesem Bild. Also wir wissen gar nicht mehr, wo beginnt die Arbeit, wo endet die Freizeit. Das ist alles irgendwie so ein Mischmasch aus dem Homeoffice. Nicht jeder hat ja vielleicht auch ein eigenes Arbeitszimmer, was man immer absperren kann, wo man abends rausgehen kann. Sondern das räumt man dann weg. Und ich empfehle meinen Kunden dann ja, Rituale. Sie haben am Anfang schon eins gesehen, so einen kleinen Film zum Reinkommen, was aber auch super, super ist, einfach den Teilnehmern zu empfehlen, zu Beginn der Arbeit mal kurz zu lüften, wenn es ja, wenn es geht, wenn nicht alle irgendwo in der Großstadt sitzen, und dann einen schönen, kräftigen Atemzug frische Luft zu nehmen. Oder sie empfehlen ihren Teilnehmern mal, einfach am Ende mal aufzustehen, sich zu strecken, einen Schluck Wasser zu trinken. Auch das kann wirklich, wirklich helfen. Und ich habe das auch selber ausprobiert. Das ist zum Beispiel mit dem Lüften, wenn ich mir morgens in mein, also ich habe das Glück, dass ich ein eigenes Arbeitszimmer habe. Wenn ich morgens da reinkomme, dann ja, mache ich einmal das Fenster auf, lüfte, dann weiß ich, so mein Arbeitstag beginnt. Und wenn ich dann aufhöre, dann ja, lüfte ich nochmal. Nimm nochmal einen frischen Atemzug, guck nochmal draußen auf die Straße und dann ist der Tag beendet. Das funktioniert natürlich nicht immer so, aber es hilft wirklich super, was Sie Ihren Projektteilnehmern an die Hand geben können, damit es einfacher wird. So, jetzt noch eine Sache, die Technik. Ich habe mal unsere Favoriten. Was nutzen wir? Was funktioniert gut bei uns? Wir haben als Videokonferenzsoftware wirklich sehr, sehr viele Lösungen durchgetestet. Bei uns hat sich jetzt rauskristallisiert, wir nutzen GoToMeeting und wir nutzen Teams. Teams auch ganz viel die Funktion, dort Dateien abzulegen. Gerade in der Projektarbeit ist das super, wenn man viele, ja, auch bei uns Kundendaten austauschen muss und die auch nicht per E-Mail verschicken darf und möchte. Dann kann man da in Teams wunderbar die Sachen ablegen. Wir nutzen auch die Breakout-Sessions in Teams, um mal mit kleineren Gruppen was zu machen. Zoom hatten wir auch, hat auch gut funktioniert. Da hatten wir aber einfach das Problem mit dem Datenschutz, dass viele unserer Kunden sich das nicht herunterladen durften, weil es Konzernrichtlinien gab, die das ja verboten haben. An weiteren Tools, ja, so eine Live-Umfrage. Da darf der Herr Bausen mir dann auch gleich noch sagen, wie die Antworten ausfielen. Und was wir in der Projektarbeit tatsächlich ganz viel nutzen, ist einfach PowerPoint und dann quasi die, ja, einmal so, ich mache es mal kurz, einmal hier die Folie so teilen und dann schreiben wir einfach mitten rein. So, ich mache mal wieder den Vortrag. So, weil sich das bei uns
einfach bewährt hat. Das ist am einfachsten. Wir bereiten da was vor und dann schreiben wir direkt mit den Kunden da rein. Und die Kunden sehen es, die Kunden bekommen es hinterher zugeschickt. Und dann ja, ist es für alle super oder bequem. Für die Planung nutzen wir das Daylight CRM. Das ist eine Lösung für Macs. Und da haben wir auch so, ja, so Boards mit schönen Karten, die man hin und her schieben kann. Genau, das ist so unser, ja, was sich bei uns als Favoriten herauskristallisiert hat. So, zum Schluss habe ich noch meine drei besten Link-Empfehlungen, die mir jetzt auch in der Vorbereitung sehr, sehr gut, ja, einerseits gefallen haben und auch super geholfen haben. Sie müssen das auch nicht irgendwie abschreiben. Ich habe hier auch meine Kontaktdaten. Sie können mir gerne einfach eine E-Mail schicken, irgendwie formlos mit Betreff Vortragsurview, und dann schicke ich Ihnen das auch gerne zu. Ja, und dann wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg bei allen Ihren Projekten und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Lüften Sie am Ende von diesem Vortrag und nehmen Sie einen tiefen Atemzug. Und jetzt bin ich noch gespannt auf das Ergebnis von Herrn Bause. Von der, ich habe jetzt einfach ein Fenster aufgerissen, um zum Lüften und meinen Arbeitstag zu starten. Nein, im Ernst, vielen Dank für Ihre Einblicke. Hier kamen tatsächlich ein paar Fragen rein, und zwar, Sie hatten einmal erwähnt, dass es sinnvoll ist, das Video anzumachen, dass Sie aus der Dienstleisterseite das Video immer anmachen. Also wie gehen Sie denn damit um, wenn die Kunden das nicht tun? Wie gehen wir damit um, wenn die Kunden das nicht tun? Ich versuche hinterher nochmal anzurufen, also wenn ich merke, dass jemand das gar nicht macht, einfach um diesen persönlichen Kontakt nochmal mehr herzustellen. Oder auch vielleicht, wenn ich weiß, okay, die Person macht ihr Video einfach nicht an, vorher nochmal anzurufen, um nochmal so ein bisschen sicherzustellen oder auch nach dem Termin abzufragen, hat das alles gepasst? War das okay? Haben wir was vergessen? Oder habe ich vielleicht auch, habe ich alles sozusagen geliefert, wie gewünscht? Also nochmal nachfassen, um einfach sicherzustellen, okay, das passt. Das scheint hier tatsächlich ein Thema zu sein. Kommt noch eine Frage rein Richtung des Videos. Wie interpretieren Sie das? Also wenn jetzt jemand das Video nicht, also die Frage ist formuliert, wie interpretieren Sie, wenn einer das Video nicht anmacht, weil seine Kamera nicht anmacht? Also ich gehe natürlich aus, nehmen Sie das, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ist das ein will der nicht mit Ihnen sprechen? Hat er Angst, sich zu zeigen? Oder was interpretieren Sie da rein, wenn einer sagt, jetzt, ich möchte mich nicht zeigen? Also ich gehe immer davon aus, dass alles positiv ist, und ich würde wahrscheinlich einfach denken, naja, die Person hat vielleicht einfach irgendwie, weiß nicht, den Wäschekorb im Hintergrund oder möchte einfach, ja, möchte sich da nicht so zeigen, und ich würde da eigentlich gar nichts rein interpretieren, sondern einfach, wenn die Person irgendwie mitarbeitet, ja, einfach davon ausgehen, gut, das ist halt so, das ist vielleicht eine Person, die möchte sich halt nicht so zeigen. Ja, wird wahrscheinlich, muss man das Gesamtbild betrachten, beteiligt die sich am Meeting, arbeitet die oder derjenige dann auch wirklich mit. Und wenn sie halt sich nicht zeigt, dann zeigt sie sich halt nicht oder er nicht. Ja. Genau, aber, also vielleicht, ja. Ja, ich wollte Sie nicht unterbrechen, Entschuldigung. Achso, nee, kein Problem. Vielleicht hat sie ja auch ja wirklich einfach den Wäschekorb im Hintergrund, und deswegen ist es einfach angenehmer für die Person, so zu arbeiten, ohne Video. Dann habe ich noch eine Frage reingekriegt zu diesen vertikalen und horizontalen Organisationen. Das haben Sie, glaube ich, aber dann im Folgen beantwortet. Aber ich bringe sie trotzdem einfach nochmal. Die Frage oder formuliert ist, das ist mir zu schwarz-weiß, weil es gibt nicht nur vertikal und nur horizontal, sondern letztendlich hängt das wahrscheinlich immer davon, mit wem man jetzt gerade zu tun hat in der Organisation. Wie gehen Sie damit um? Ja, also erstmal natürlich, das stimmt total. Vielen Dank für den Hinweis. Ich versuche der Person ein bisschen, also wir hatten zum Beispiel eine Person, die, ja, das war eindeutig eher eine horizontal orientierte Person in einer sehr vertikalen Organisation. Und dann haben wir zum Beispiel, also ich habe dann zum Beispiel so ein, ja, so ein Sheet gebaut oder ja, entworfen, so gelayoutet, wo nochmal ganz viele harte Fakten drauf waren. Damit die Person in ihrer Organisation einfach nochmal ein bisschen damit werben konnte. Und ja, ich versuche in dem Fall auch einfach zum Beispiel dann ein bisschen gute Stimmung zu machen. Also ein Satz, den ich gerne sage, ist zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie was schwierig ist, sage ich, naja,
Wenn es alles so einfach wäre, dann bräuchte man uns ja auch nicht. Ja. Oder bringen das Projekt auf jeden Fall zu einem guten Ende. Also ich hatte gerade in den letzten Tagen hatten wir eins, wo wirklich viele Herausforderungen sind und dann habe ich auch mit dem Kunden gesprochen und wir haben beide so und da habe ich gesagt, naja, es gibt viele Herausforderungen, also wir fassen es jetzt einfach mal so zusammen und wir bringen es zu einem guten Ende. Also da ein bisschen ja die positive Stimmung reinzubringen oder auch der Person, wenn man es gemerkt hat, vielleicht ein paar ja, Flyer oder irgendwie Material beizubringen, das helfen kann. Ja. Abschließende Frage. Wenn man sich das Thema mit Online-Projekten, Online-Meetings, Online-Zusammenarbeit, ne, Projektmanagement aus dem Homeoffice, wie man immer das nennen mag, anschaut, wir sind ja ein bisschen gezwungen gewesen in den letzten 15 Monaten. Ne? Also die Corona-Krise hat das ja erzwungen, diese Digitalisierung. Es ist nicht so, dass sich das jeder ausgesucht hat, ins Homeoffice zu gehen, auch wenn es sicherlich auch positive Aspekte hat. Wie glauben Sie denn, wie wird denn das in Anführungszeichen das neue Normal aussehen? Weil wir sind ja jetzt auf dem Weg, der offensichtlich ja ganz gut aussieht, was die Infektionszahlen angeht. Wir kommen ja hoffentlich vielleicht in keine vierte Welle. Das heißt, wir werden vielleicht im Sommer oder im Herbst irgendwo in eine Situation kommen, wo wir sagen, das ist das neue Normal. Was glauben Sie denn, wie wird denn die Projektwelt aussehen? Wird dieses Online wieder verschwinden? Oder wie schätzen Sie das ein? Also ich glaube, innerhalb der Organisation, also innerhalb eines Unternehmens, da werden sicher viele wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren. Aber was so die Zusammenarbeit mit Menschen angeht, die entfernter sitzen, ich glaube, da ist die Bereitschaft jetzt nach diesen 15 Monaten einfach nicht mehr so hoch, mal eben vielleicht ja, von einem Ende Deutschlands ans andere zu fahren für einen Eintagesworkshop. Also ich glaube, da wird sich schon einiges ändern, weil wir es jetzt ja auch alle so ausprobiert haben und ja auch Lösungen gefunden haben. Und ich denke, es wird viele solche Hybridlösungen geben. Also wir machen das schon, also wir haben das vor Corona schon viel gemacht, dass wir mal ja ein oder zwei Termine vor Ort und den Rest dann online. Und ich denke, da wird sich Sinn bewegen, dass man versucht, diese Vor-Ort-Termine, wenn zumindest wenn die Personen an entfernten Orten sitzen, ein bisschen einzugrenzen und möglichst auch dann da viel online zu machen. Ja, momentan haben wir ja sehr stark den, ich sag mal, Hygieneaspekt, ne, dass man sich nicht gegenseitig infiziert. Aber es hat ja auch einen Zeit- und einen Kostenaspekt, ne, durch die Gegend zu fahren, diese, ich sag mal, in Anführungszeichen Business-Casper-Reisen für eine Stunde Meeting nach Berlin zu fliegen oder so. Das gab es früher ja viel, auch ökologisch kann man sich das sicherlich drüber nachdenken, ob das sinnig ist. Da wird sich viel ändern, glaube ich auch, ja. Frau Liebe, vielen Dank für Ihren Vortrag. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich auch für uns genommen haben und dass Sie uns einfach so ein bisschen Einblick gegeben haben in Ihre Welt und wie Sie mit der Situation umgehen. Das waren tolle Inputs und Impulse, die wir hier gekriegt haben. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund, ne? Und für alle anderen geht es jetzt natürlich weiter. Ich switch mal kurz zurück auf meinen Bildschirm. So. So, wie geht es weiter? Ah, erstens, noch kurzer Hinweis, auch wenn Sie uns Feedback geben wollen, wenn Sie up to date bleiben wollen, wenn Sie auch mit uns verbunden bleiben wollen, hier einfach nochmal unser Link auf die Social Media Plattform. Und vor allen Dingen auch hier, wenn Sie den Vortrag nochmal gerne hören möchten, habe ich ja gesagt, der ist auf unserem YouTube-Kanal. Also einfach hier mit den QR-Code mal vielleicht abfotografieren und dann sind Sie da, haben Sie die Möglichkeit, sich direkt zu verbinden. Und wir gucken mal aufs Programm heute, was noch so uns ja, bevorsteht. Wir sind ja ganz noch praktisch in der ersten Session. Sie sehen, wir haben einige interessante Impulsvorträge noch, die auf Sie warten. Ich möchte Sie ganz gerne hinweisen auf den um 13 Uhr, den Keynote. Das ist von Catherine Newman, Chief Customer Officer, also oberste Ebene von Excellos. Excellos ist der intellektuelle Eigentümer von Prinztu, zum Beispiel MOR, aber auch zum Beispiel Eitel. Und die haben sich viele Gedanken darüber gemacht, wie die Zukunft von dem Projekt- und Programmmanagement aussehen wird, wie sich das entwickelt hat und wie auch Corona darauf einen Einfluss hat. Und die wird uns einige Research-Daten zeigen, wie sich die Lage hier auf dem Projektmarkt entwickelt hat, wie sich entwickeln wird und vielleicht, wo man als Projektmanager sich überlegen sollte, wo man sich dann auch, wie man dann darauf entsprechend reagiert. Also daher, das kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Abgesehen davon ist die Catherine eine hervorragende Rednerin. Aber wie gesagt, eine kleine Einschränkung oder ist keine Einschränkung für die meisten, ist auf Englisch der Vortrag. Prima. Dementsprechend vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in den weiteren Sessions. Haben Sie einen schönen Tag. Machen Sie Fenster auf, tun Sie lüften, haben wir gelernt. Und bis dann. Dankeschön. Tschüss.